Ja, schönen guten Tag. Ich habe zwei Hüte auf heute. Die setze ich nacheinander auf. Erstmal der Chemiewaffenexperte sozusagen. Ich will nochmal aus der aktuellen Situation eine Einschätzung geben, was eigentlich gerade passiert in Damaskus. Sie haben die Bilder gesehen. Die Chemiewaffeninspekteure der UNO sind dort unterwegs, haben vor allen Dingen Überlebende untersucht. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie mittlerweile schon wissen, ob Nervengift eingesetzt worden ist. Das können Sie in Minutenschnelle anhand von einem Körpertest herausfinden. Die zweite Frage, welche Gift es war, dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, können Sie aber problemlos in Urin oder Blutproben feststellen. Sie können das auch in Bodenproben feststellen. Dazu muss man wissen, dass diese Nervengase wie Sarin, über das wir ja hauptsächlich reden, sehr flüchtig sind. Die sind schon nach wenigen Stunden weg, aber es gibt Abbauprodukte, die sind sehr stabil, die halten sich, wie gesagt, im Körper, im Boden viele, viele Wochen. Das lässt sich problemlos nachweisen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir nächste Woche ein eindeutiges Ergebnis veröffentlicht bekommen werden, wo dann stehen wird, ja, es war Giftgas und es war dieses oder jenes. Das ist die erste Aussage. Die zweite Aussage ist natürlich die Frage, wer war es denn? Dazu werden die UN-Inspekteure kein Wort sagen. Das ist gar nicht ihr Mandat. Also politisch dürfen sie gar nichts dazu sagen. Ganz praktisch können sie auch nichts dazu sagen. In den Bedingungen eines Bürgerkriegs lässt sich das durch unabhängige Inspektoren der UNO nicht aufklären, wer das denn getan hat. Denn das ist eine quasi kriminalistische Arbeit, wo sie Befragungen machen müssen, Interviews, wo sie vor Ort ganz viel untersuchen müssen. Das lässt sich anders gar nicht feststellen. Das heißt, alle, die in den letzten 6 Tagen gesagt haben, sie wissen, wer es war, haben gelogen. Das ist ganz einfach. Es gibt keine Indizien, die in die eine oder andere Richtung zeigen. Die Russen haben schon vor 5 Tagen gesagt, wir wissen, dass es die Rebellen waren. Cameron und Obama sagen seit ein paar Tagen, wir wissen, dass es Assad war. Und ich würde kein einziges Wort davon glauben, denn sie wissen alle gar nichts. Ich habe jetzt in verschiedenen Debatten Beispiele für mögliche Indizien gehört. Zum Beispiel, so viele Verletzte, so viele Tote, das müssen mehrere Dutzend, wenn nicht hunderte Kilogramm Giftgas gewesen sein. Das kann nur Assad gewesen sein. Die erste Aussage ist richtig, also das kann man wirklich nur grob schätzen. Ich habe nochmal mit militärischen Chemiewaffenexperten telefoniert, dass mehrere hundert Kilo kommt hin. Das muss man sich aber vorstellen, wie die munitioniert sind. Das sind entweder Raketen oder Granaten. Da reichen dann am Ende auch 10 bis 20 solche Raketen aus, um diesen Effekt zu erzielen. Das geht alles auf ein Pickup und auf diesem Pickup können alle möglichen Gefahren haben. Das können Assad-Treue gewesen sein, das können Rebellen gewesen sein, der verschiedensten Gruppierungen, das können irgendwelche Milizionäre gewesen sein. Das ist technisch und logistisch überhaupt gar kein Problem. Wir können sicher davon ausgehen, dass alle Seiten in diesem Bürgerkrieg, alle Seiten, egal wie die Miliz auch immer heißen mag, die Möglichkeit hat, die technische Möglichkeit hat, Chemiewaffen einzusetzen, dass sie Zugriff darauf haben und dass sie ein Motiv haben. Und wir halten uns völlig aus jeder Spekulation raus. Es ist gerade beliebt, auch bei Linken im Moment zu überlegen, naja, es nützt ja am meisten den Rebellen, deswegen waren es wahrscheinlich die Rebellen. Das finde ich genauso spekulativ wie andersrum, da sagen wir auch gar nichts zu. Wenn jetzt in diesen Tagen, ich vermute mal in den nächsten 2 Tagen, die Amerikaner und die Engländer gemeinsam irgendeinen Bericht vorlegen, der beweist, dass es Assad war, dem würde ich genauso viel Glauben schenken, wie ich vor genau 10 Jahren im Jahre 2003 dem britischen Bericht Glauben geschenkt habe, dass Saddam Hussein innerhalb von 45 Minuten Biowaffen einsetzen kann. Es war auch ein 150-seitiger Bericht mit ganz hervorragender Dokumentation, vielen, vielen Details und jeder Experte, der den damals gelesen hat, hat sofort gesagt, das ist totaler Schwachsinn. In den Medien ist es geglaubt worden damals und hinterher hat sich herausgestellt, es war tatsächlich alles falsch und erlogen. Und genauso kritisch würde ich jetzt an alle Berichte rangehen, egal ob die Russen sie vorlegen, die Amerikaner oder die Engländer. Dieser 45-Minuten-Claim aus dem Jahre 2003, der sitzt mir auch noch ganz tief in den Knochen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Gut, der letzte Punkt, den ich jetzt machen möchte, das ist jetzt der zweite Hut, den ich aufsetze, das ist der politische, also sozusagen einen kurzen Überblick, was eigentlich jetzt die Linke politisch fordert oder was ich auch für politisch notwendig halte. Jeder Bombenangriff jetzt auf Syrien ist politischer Unsinn und politischer Wahnsinn und macht militärisch überhaupt keinen Sinn, das als erstes. Obama sagt von vornherein, es geht nicht darum, das Gleichgewicht in Syrien zu verändern. Das muss er natürlich sagen, weil es gibt auch aus Obamas Sicht keine Guten in diesem Konflikt. Sicherlich nicht Assad, sicherlich nicht die Al-Qaida, sicherlich nicht die Al-Nusra-Front und sicherlich auch nicht die verschiedenen Milizen, die im Moment auf eigene Rechnung Krieg führen. Deswegen geht es offensichtlich um eine Bestrafung oder wie ich es gestern gehört habe, um ein Symbol, um diesen Chemiewaffenangriff zu ahnden.
Und da frage ich Sie, sollen jetzt Bomben und Raketen aus symbolischen Gründen fallen? Wenn jetzt, und sei es nur 10 oder 20 Raketen auf Syrien abgefeuert werden, werden Menschen sterben. Das werden Sie gar nicht verhindern. Und da werden Menschen sterben, die ganz sicher mit dem Chemiewaffenangriff nichts zu tun haben. Und sie werden aus symbolischen Gründen jetzt vom Westen bombardiert. Das geht überhaupt gar nicht. Deswegen sagen wir, ja, wenn es ein Chemiewaffenangriff war, wovon ich ausgehe, muss er unbedingt geahndet werden. Das ist eines der grausamsten Verbrechen gegen die Menschheit. Das muss geahndet werden, aber das muss natürlich rechtsstaatlich geahndet werden. Das heißt, irgendwann muss festgestellt werden, wer es war. Und dann müssen diese Menschen vor ein Gericht gestellt werden, entweder vor ein syrisches oder vor ein internationales Gericht. Das kann 5 Jahre dauern, das kann 10 Jahre dauern, bis wir das wissen. So wie viele Kriegsverbrechen überall auf der Welt erst viele, viele Jahre später aufgeklärt wurden. Aber dafür haben wir Gerichte und dafür leben wir nicht mehr im Mittelalter, dass wir jetzt Lynchjustiz üben und einfach mal ein paar Bomben abwerfen auf die möglichen Schuldigen. Deswegen sagen wir jetzt keine Bomben abwerfen. Wenn es die Möglichkeit gibt, nach Ende des Bürgerkriegs aufklären und dann gerichtlich verfolgen. Und das Wichtigste für mich aus bundesdeutscher Sicht ist natürlich, dass jetzt die Bundeswehr und die Patriot-Raketen aus der Türkei abgezogen werden müssen. Sie sitzen direkt an der syrischen Grenze, am Rande eines brodelnden Kessels. Und sobald die Bomben aus Amerika und England und Frankreich fallen, kann es zu einem Flächenbrand kommen. Und dann wäre die Bundeswehr mittendrin in einem Nahostkrieg. Und ich denke, das muss verhindert werden. Deswegen sofort die Patriot-Raketen die Bundeswehr abziehen. Und perspektivisch müssen natürlich alle Chemiewaffen in Syrien vernichtet werden. Auch das geht wahrscheinlich leider erst nach Ende des Bürgerkriegs. Gut, ich höre hier mal auf und Herr Dierkipping macht weiter. Ja, diese Pressekonferenz findet ja auch im Vorfeld des 1. September, also des Weltfriedenstages, statt. Und insofern wollen wir auch noch ein paar grundsätzliche Worte verlieren, um den aktuellen Konflikt einzuordnen. Wir erleben ja nicht zum ersten Mal, dass wieder Stufen der Eskalation beschritten werden. Und in solchen Situationen gibt es immer zwei Logiken. Das ist zum einen die Logik der Gewalt, die dann heißt, Gewalt kann nur mit Gegengewalt bestraft oder geahndet werden. Und in dieser Logik sind die jeweiligen Opfer, auch die zivilen Opfer, immer nur Begründung für die nächste Stufe der Gewalt. Und dann gibt es die Logik des Friedens. Die geht davon aus, dass im Krieg immer die Bevölkerung verliert. Und die geht klar davon aus, Krieg kann man eben nicht mit Krieg bekämpfen. Die Logik der Gewalt ist in den letzten Jahren immer wieder angewandt worden und ist immer wieder gescheitert. Es gibt kein Beispiel, wo der Einsatz, ein Militäreinsatz von außen wirklich nachhaltig die Situation der Bevölkerung verbessert hat. Und die Liste des Scheiterns ist lang. Jugoslawien, Irak, Afghanistan. Wenn Sie uns jetzt nach unseren Alternativen zur Logik der Gewalt fragen, kann ich diese einfach sagen. Wir meinen zum einen, Krieg lässt sich nicht mit Krieg bekämpfen, Gewalt nicht mit Gewalt und Bomben schaffen keinen Frieden. Das ist nicht nur eine Behauptung, das ist auch durch die Praxis bewiesen. Und nun stellt sich die große Frage, die uns umtreibt, wie kann man die Leiden der syrischen Bevölkerung so schnell wie möglich lindern? Dazu möchte ich Ihnen 4 Punkte vorschlagen. Zum einen ist es jetzt wichtig, dass humanitäre Hilfe ermöglicht wird. Das heißt, die internationale Gemeinschaft muss die Konfliktparteien zwingen, Unterstützung für die Opfer zu ermöglichen, notfalls auch mit wirtschaftlichen Sanktionen. Und die Regie sollte hier in der Hand der UNO liegen. Zum Zweiten muss Flucht ermöglicht werden. Das heißt, solange es keinen Waffenstillstand gibt, müssen Schutzzonen und Fluchtkorridore geschaffen werden. Drittens, besonders wichtig, Flüchtlingscamps müssen unterstützt werden. Also die UN-Flüchtlingsorganisation hat jetzt allein 1,8 Millionen Flüchtlinge offiziell registriert, darunter 1 Million Kinder. Man geht davon aus, dass die offiziellen Flüchtlingszahlen bis zum Jahresende auf 3,5 Millionen steigen. Laut der UN-Flüchtlingsorganisation brauchen wir nur, um die Menschen mit dem wirklich Nötigsten, Lebensnotwendigsten zu versorgen, 3 Milliarden Euro. Davon sind gerade mal 1,2 Milliarden Euro zusammen. Es fehlen also noch 1,8 Milliarden Euro. Und hier, finde ich, müssen alle Länder, auch in Europa, das Geld in die Hand nehmen, um diese Flüchtlingscamps mit dem Notwendigsten auszustatten. Und wie brisant die Situation in den angrenzenden Ländern ist, verdeutlicht vielleicht auch folgende Zahl. Das Land Libanon selber hat selbst nur 4,4 Millionen Einwohner. Auch dort gibt es bereits inzwischen registriert 700.000 Flüchtlinge aus Syrien. Also hier ist die internationale Gemeinschaft gefragt, zu helfen und das nicht den angrenzenden Ländern einfach zu überlassen. Und viertens, das geht damit einher, müssen Flüchtlinge aufgenommen werden. Also
wie gesagt, bis Jahresende soll die Flüchtlingszahl, geht man davon aus, wird die Flüchtlingszahl bei über 3 Millionen liegen. Und wenn dann die Bundesrepublik Deutschland sagt, sie nimmt 5.000 Flüchtlinge insgesamt auf, das ist noch nicht mal der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben gehört aus der Türkei die Zahlen, dass da täglich 5.000 Menschen über die Grenze in die Türkei hineinkommen. Also hier ist es jetzt zu früh, um wirkliche Zahlen zu sagen. Aber ein was kann man jetzt schon sagen, sowohl die Politik wie die Zivilgesellschaft ist jetzt gefragt, eine Kultur des Willkommens zu schaffen, damit Menschen, die in größter Not vor Folgen eines blutigen Bürgerkriegs fliehen müssen, mit ihren Familien auch Hilfe erfahren. Ich möchte abschließend noch sagen, weil ursprünglich war diese Pressekonferenz einfach geplant im Hinblick auf den 1. September. Das ist ja bekanntermaßen der Weltfriedenstag. An diesem Tag finden verschiedenste Aktionen statt. An denen wird sich auch die Linke beteiligen. Wir haben dazu im Parteivorstand einen Aufruf verabschiedet. Der steht unter der Überschrift Drohnen ächten, Rüstungsexporte verbieten, Auslandseinsätze beenden. Das ist, sage ich mal, ein Grundsatz unserer Außen- und Friedenspolitik. Ich möchte vielleicht aus aktuellem Anlass noch auf eine Frage eingehen, weil wir sind auch immer wieder jetzt gefragt worden, werden Sie denn jetzt Ihre Wahlkampagne komplett umstellen auf die Situation in Syrien? Da kann ich nur sagen, unsere Wahlplakate stehen. Wir werden die jetzt nicht sozusagen verändern, unsere Wahlkampagne. Aber wir erleben gegenwärtig, dass die politische Elite quasi die Bevölkerung reif reden möchte für einen Krieg. Und in so einer Situation müssen wir natürlich, die wir eindeutig gegen eine militärische Intervention sind, die Gegenargumente und unsere Alternativen benennen. Das gehört zu einem demokratischen Kultur dazu.